Oh. Geil, die Spikes. Glaube ich auch. Ui, das ist schnell. Ich weiß halt auch noch gar nicht, in welchem Umfang ich das streame, ob ich einfach die ganze Zeit online bin. Wir waren heute auch in so einem Call zur Organisation und zur Planung. Ich habe auch erfahren, dass, upsala, dass ich zum Beispiel Möglichkeit habe, auf so ein IRL-Hardware-Setup-Gedöns und dann da rumlaufen kann. Aber ich glaube, das finde ich auch mal witzig. Das mache ich ja nie, aber bei sowas finde ich es vielleicht ganz spaßig. Okay, nicht da dran springen, oder? Oder doch? Kannst ja vor Ort mit Hanno Magic zocken. Ich habe Hanno schon geschrieben, er soll auch Commander Decks mitnehmen, Viper. Wirklich. Und er hat geschrieben, okay, gut zu wissen. Ich habe gesagt, bei uns in der Reihe hat der ein oder andere Mensch ein Commander Deck mit. Ach, der spielt auch Magic Karten. Ja gut, guck. Ich weiß nicht, also, ey, ganz entspannt. Ich will mich da nicht festlegen. Ich weiß nicht, was gestreamt wird. Ich weiß nicht, wie... Also... Also eigentlich könnten wir durchgehend online sein, jeder. Ich weiß sowieso nicht, wie das klappen soll, um ehrlich zu sein. Also die Gamescom LAN sagt, jeder, der da ist, hat Internet und kann, wenn er will, durchgehend streamen. Da denke ich mir so, okay, wie? Ich meine, das sind ja sehr viele Menschen. Aber ja, ich habe schon gedacht, oh, also ich werde auf jeden Fall... natürlich streamen. Es gibt aber auch schon einige Programmpunkte, die bei den Rocket Beans zum Beispiel fest sind, wo ich dann da sein werde, auch im Stream. Also ich weiß nicht, ob durchgehend bei mir der Stream läuft, also es ist alles noch ein bisschen... mal gucken. Naja, weil da, ja, da könnte dann auch jeder mitmachen vor Ort, das stimmt. Wenn es so ein super easy Ninji wird, die Krux daran ist, oder... Ich sag mal so, das Problem daran, ein Easy-Level zu bauen, ist, es ist ja nicht, es gibt ja kein Problem, ein Easy-Level zu bauen, aber es müssen ja trotzdem die, die gut spielen, bessere Zeiten haben. What? This was all burned down, wasn't it? Then why? My house is still here too. Ja, wir können am Dienstag, warte mal, lass mich mal eben gucken. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, allein wenn man solche Sachen wie so Semi-Solids einbaut, wo man von unten hochspringen kann, würde ich behaupten, bei einem ganz simplen Level, dass ich eine bessere Zeit habe als ein Anfänger, wenn es nur 5-mal nach oben springen ist. Weil es ja ganz viel damit zu tun hat, fast voll, wann lasse ich die Sprungtaste los, wie viel lasse ich mich hochklippen und so. Also es geht ja um Frames und da würde ich sagen, habe ich, selbst wenn du 3 Semisolids übereinander machst und da oben ist ein Orb, würde ich sagen, habe ich eine bessere Zeit als jemand, der nicht viel Mario spielt. Nee, nicht zu flexen. Ich will damit sagen, dass, dass selbst ein einfaches Level Potenzial bietet, um auch den guten Spielern noch Zeit fort oder noch mehr, ja, eine bessere Zeit zu. Ich habe mich jetzt schon verhaspelt, aber ihr wisst, was ich meine. Selbst ein einfaches Level schafft es, dass bessere Spieler eine bessere Zeit haben. Glaube ich. Aber das wird das Problem. Muss man halt gut bauen. I remember the intense heat of the flames. Und keine Yoshis? Ach komm. 2-3 Yoshis. Cloud and Tifa grew up in Nibelheim, but Sephiroth burned down the town 5 years ago. Remembering Professor Hoyo's hidden archive inside the local Shinra mansion, Cloud decides to search the building for answers, not knowing what is already waiting for him. Oh oh. Okay. Okay, ich brauche auf jeden Fall den Key, den schmeiße ich dann dahin, hab ihn hier und dann. So nicht. So klappt's nicht. Ninji im LAN-Look mit PCs, Monitoren, Tastaturen und Mäuse. Eigentlich geil. Kennst du nicht? Gute Idee. Weiß jemand, gibt es sowas als Grafikset auf SMW Central? Super cool mit diesen Phantoms.
Jetzt habe ich Bock auf Ninji. Sephiroth! One-Winged Angel. Being here brings back memories. Are you going to participate in the reunion? Windows 98 Background und Tileset gibt's, glaube ich. Okay, das ist ja schon mal geil. Yennova will be at the reunion. At the reunion. Yennova will join the reunion, becoming a calamity from the skies. I must go north past Mount Nebel. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie so einen zweiten, eine zweite Station bei mir irgendwie, habe ich das Gefühl. Einfach mit Konsolen dran. Muss ich mal schauen. Ich weiß nicht mal, wer mein Nachbar ist. Das ist auch ein bisschen dumm. Alle haben einen Sitzplatz, ich habe keinen. Ich frage mal jetzt eben X-Instant nach, ob man das rauskriegt. Oh nein. What the fuck? Ich muss da mal kurz draufklicken. Bin so neugierig. Okay, Leute, guckt euch das Teilset an. Okay, 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 okay. Es ist auf jeden Fall klar, welches Optik das Ninja-Level haben wird. Okay. Das ist ja Ultrakult. Ja, ich auch. Also das ist ja mega. Schönes ICQ-Icon, ja. Boah, MSN. Die ersten Internet-Flirts über MSN, oder? Also ICQ war auch cool, aber MSN war die bessere Variante. Also klar, in Chats dann ein bisschen rumgeflirtet. MSN war das Beste damals. Nee, war nicht für Girls. Ich fand MSN gut. Da gab es ja später sogar noch so... Wie heißt das? Wie hieß das denn damals? So Mods? Waren ja keine, wie hieß das denn damals? So Add-ons oder so. Dann hattest du MSN Plus sozusagen. Den ICQ-Sound müsste man als Death-Sound dann nehmen in dem Level. Oh-oh! Boah. Okay, dann ist es auf jeden Fall gesetzt. Am Dienstag gibt's ein Ninji-Level, LAN Edition. Super easy. Schwierigkeitsgrad super easy. Winner, it really rips the llama's ass. Meh. Wer kennt das noch? Genau diesen Sound. Wie cool man sich gefühlt hat, Alter, als man dann so Skins hatte für Winamp, oder? Man war einfach der Held auf dem Spieli. Man war der absolute Held auf dem Spieli, wenn man die Skins hatte für Winamp. Ja, ich hatte auch so super wilde. Oder auch gut waren dann so die Skins, hatte ich, boah, ey, das darf ich gar nicht erzählen. Also, was man halt so hatte mit 15, ach, ist egal. Das ist so dumm. Besser Spieli statt Spielo, auf jeden Fall. Spieli war besserer Ort. Ja, natürlich Girls, das ist klar. Aber was man so, wie hießen denn so diese Zeitschriften, die ich hatte damals? Also, das war jetzt nix. Maxim? War es Maxim? Sowas habe ich damals gekauft. Warum auch immer. Maxim hieß die, glaube ich, die Zeitschrift. FHM kommt mir auch bekannt vor. Also es sind jetzt ja keine so Porno-Zeitschriften, um Gottes Willen. Ups, nicht Bravo. Ich meine Maxim. Gab es Maxim oder bin ich jetzt in einer anderen Sparte abgerutscht? Genau, die Live-Berichte von Kidsong, du weißt nicht. Ja, gab's. Maxim, ja. Ja. Und es gab ja auch dann so eine Zeit, da war ich dann natürlich verliebt in Christina Aguilera, als die so ihren Song hier Dirty und was es da alles so gab, rausgebracht hat. Und dann hatte man natürlich in Winamp auch einen Christina Aguilera-Skin. Oh Gott. Also das wär heute wäre das nicht mehr so. Das sind andere Zeiten gewesen. Aber auch irgendwie... Nicht so böse... Ich weiß nicht. Ist das richtig? Jetzt geht's los. Nee, come on. Wer hatte einen Christina Aguilera Winamp-Skin? Komm schon, mehrere locker. Unschuldiger, ja, auf jeden Fall.
100% unschuldiger. The party leaves the rocket only to run straight into President Rufus and Palmer, head of Shinra's failed space program. Eminem-Skin, auch geil. Nicht meine Musik gewesen. Ja, meine Musik jetzt auch nicht. Ich hatte eine, wo sie schwarze Haare hatte. Eine Maxim, meinst du, Kaffeetante? Kaffeeatem? Kaffeetante. Oh, sorry, ich bin viel zu viel im... Aber... Avril, na klar, Avril. Avril's... Ja, locker. Viele hatten den Avril Winamp-Skin. 1000%. We're going after Sephiroth, but we have to cross the ocean. That's why we want your plane. First the airship, then the rocket, and now the tiny Bronco. Spoiler für Rebirth jetzt, was hier passiert. Oh my. Mr. President. Cloud, of course. Sorry, but business doesn't wait. Palmer, teach them. I'm going to meet Hoyo at the North Crater. Filosch, moin. Schönes Wochenende. Oh, lol, ich dachte, ich spinne davon. Beruhige dich. Ah, stop it, please! I surrender! Rufus was talking about Sephiroth and the North Crater. What is he up to? And where did he take the tiny Bronco? Yeah, Rufus wants to find the promised land. Hoyo believes Sephiroth knows where to find it, so we're trying to track his tail. If Sephiroth is there, I have to follow him. Bone Village. Ja, das ist jetzt alles schon Spoiler für Rebirth, Leute. Ich muss mal hier kurz was schreiben. Oh, ich kann nicht springen. Ich glaube, ich hätte jetzt schon Bock auf Winamp. Ach, ich kann das Ding steuern. Das schlau ist, was ich hier tue. Easy. Ah, ich muss nach unten. Grafik könnte man natürlich machen. Ach, ich kann hier einfach springen. Smart. Ja, da war ich schon. Bluff, da war ich schon. Auf Veranstaltungen mal. Ja, Racetime GG heißt die Seite. Da brauchst du halt auf jeden Fall einen Account. Richtig abgerissen. Oh.
Mülheimer Straße. Da habe ich gearbeitet. Ja, dann weiß ich was. Doch, das mag ich sehr, aber... Die spielen da? Vor wie vielen Leuten denn? Okay, ja, nice. Ja, cool. Ist es das ehemalige Saint? Oder ist das nochmal was anderes? Aerith? Wo sind die Ruhrpottler? Oh nein! Junge! Spoiler! Na super, die Leute wollten jetzt entspannt Rebirth hier, spoilerfrei, ohne Rebirth, jetzt werden sie hier gespoilert. This can't be real. Do not worry, soon the girl will become part of the planet's energy. All that is left is to go north. The promised land waits for me over the snowy fields. Ehemalige Saint. Ja, dann weiß ich's. Okay. Ah, okay. Das ist ein kleiner Laden, aber schön. Im Saint, da war ich auch eine Zeit lang abends zum Feiern. Oh Gott. Aerith is gone. Aerith will no longer talk, no longer laugh, cry or get angry. What about us? What about us? What are we supposed to do? What is this pain? Ja, damals, 95, nee, nicht 95, nicht mit 9, nee, mit 18, 86, 2004. What are you saying? Are you trying to tell me you have feelings now? Stop acting as if you're sad. Gab's heute schon den neuen Jordan im First Name Butthack? Nee, wie heißt der denn, Lucid? Because you are a puppet. Mit V+. Schön mit V+ aus dem MSN getroffen. Genau. Erklär's moin. Icicle in. Okay, das sind Switches. Halt, ich will den Switch nicht hitten, richtig? Na, Glaze, was geht? Du warst nicht im Ninji drin, oder? Ah, doch, warst du wohl, entschuldige, doch, warst du wohl. Ich nehme alles zurück. Oh, die Sau. Ich hatte hier billigstes Hühnerfrikassee aus der TK. Aber ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin leider so ein Schweinchen. Ich finde das lecker. Es ist traurig, aber es ist so. Ich wünschte manchmal, mein Gaumen wäre anspruchsvoller. Ja, einfach mit Reis. Er ist so trash. Nein, ich glaube noch nicht mal Froster oder so. Sondern dieses komplette, schrottige, das ist einfach so ein TK-Block in so einem Plastik-Ding. Ja, es ist kultig, aber eigentlich ist das natürlich Dreck. Das weiß ich. Aber, ja. Ja, ist wirklich krass. Und dann einfach Reis dazu. Und das darf man natürlich nicht erzählen. Manche Sachen muss man einfach auch mal geheim halten. Oh, was will ich denn hier überhaupt? Ich will den Switch hitten. Ja. Der Frikassee-Block. Ja, geil. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich nicht mal, also Reis... Kennt ihr den Onkel Bens Reis?
den man in der Mikrowelle macht. Also der ist noch heftiger als Kochbeutelreis. Der ist so gut. Der ist halt leider teuer, muss man sagen. Also kein Vergleich zu Kochbeutelreis vom Preis. Aber das gönne ich mir. Das gönne ich mir bei diesem Gourmet-Essen von Hühnerfrikassee TK-Block. Mit Basmati-Reis von Onkel Benz, den Expressreis. Genauso, Schocks. Genauso. Ich meine, wie gesagt, das ist teuer, der Reis ist teuer, aber ey, das Essen ist kompletter YOLO-Modus. Also Wasser, Wasser in den Topf, an, Herd an. Ich mache das auch nicht in der Mikro, das Frikassee oder so, sondern man muss schon, das Hühnerfrikassee muss schon in dieser Plastikpackung im Topf kochen, sozusagen. Und dann, wenn ich glaube, das reicht, dann mache ich irgendwann den Reis rein in eine Mikrowelle für 1,5 Minuten. Easy peasy. Und das Essen ist fertig. Und das Traurige daran wirklich... Oh. Ist, dass ich das jetzt ja nicht einfach nur manchmal... ist das Snowboard-Minigame? Stimmt, jetzt schnall ich's. Dass ich das nicht manchmal nur so... Ja, wenn ich keine Zeit habe, wenn ich keinen Bock habe, sondern ich finde das sogar richtig lecker. Und ich freue mich da drauf. Das ist so traurig, das ist erbärmlich. Ich mache mich hier gerade nackig, Leute. Das ist erbärmlich. Das ist wirklich erbärmlich. Das muss hier im Stream bleiben. Ja, doch. Wenn ich es wenigstens nicht so lecker fände. Aber ich find's halt auch noch lecker. Das ist traurig. Das stimmt, Hemmel. Also mein Gericht kostet 2,50 €. Nee, das stimmt nicht. Ist ja alles mittlerweile teurer. Also der Reis kostet ja schon 2,50 €. TK, Hühnerfrikassee auch so 2 €. Also 4,50 € blech ich da schon, ne? Aber was nicht fehlen darf, ganz kleiner Tipp für alle Feinschmecker. Richtig viel Tabasco rein. Also das Hühnerfrikassee darf am Ende nicht mehr weiß sein, sondern das muss so eigentlich Rosé sein. Also von dem roten Tabasco, da muss so viel rein, dass das eigentlich so eine Rosé sieht so ein bisschen aus wie Pizzasoße. Nein. Also bei Hühnerfrikassee das ganz normale. Bitte kein Chipotle. Chipotle auch cool. Und dann gibt's ja auch noch diese mit dem rauchigen Geschmack. Aber bei Hühnerfrikassee das ganz normale Standard-Tabasco. Geil. After passing through the Great Glacier, the party arrives at Gaze Cliff, at site of the North Crater. Ich weiß nicht, ist mir egal. Die Basis ist Hühnerfrikassee. A large cave system penetrates the cliff and offers a way to the crater. At the end of one of the tunnels, they hear a familiar voice. They sneak closer and hide behind a boulder. Weapon. Then they really do exist. I didn't believe in it. This place is going to get rough. Better leave things to me and get out of here while you still can. Welches Rezept siehst du auf chefkoch.de, Currykal? TK Hühnerfrikassee mit Onkel Bens Express Basmati Reis und so viel Tabasco rein? Bis die Soße aussieht wie Pizzasoße. Perfekt. So kann man's hochladen. Weapon appears because Sephiroth is summoning Meteor. 5 Sterne, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen. 5 Sterne. Then we have to stop him. Ja, okay, Story kennen wir doch. Boah, glaube ich nicht. 100% Run bei Elden Ring? Nee. Also wenn Elden Ring nochmal kommt, würde ich vorher nochmal anfangen. Neuen Charakter machen und so. Wann kommt denn das? Essen von Gamer für Gamer. Und man könnte auch noch drunter schreiben für einen schmalen Zahn. Günstig auch noch. Was soll ich denn hier machen? Hojo-Treffen. 21.06. Müsste ich mal anbieten, Schmirgelbirne.
eigentlich müssten sie ja enden. Ja, da müsste man ja. Alter, guckt euch das mal an, die Sprites und so. Einfach ultrakultig. Refi, danke für dein Subgeschenk. Ui. Na, ich muss ihn mal fragen, ob er das auch sieht, das Gericht. Wie viele Gerichte kannst du? Also auf so einem hohen Level? Ich hatte mal einen Reiskocher, aber nie benutzt. War mir dann zu viel Dreck. Ich bin da pragmatisch. Der Onkel Benz Reis, den mache ich fertig, dann schmeiße ich diese Tüte da im Mülleimer. Fertig. Refi, danke für dein Subgeschenk an Gronkh. Grüße gehen raus an Gronkh. Viel Spaß damit. Kasse, ich habe die fehlenden Karten fürs Commander-Event nun doch bestellt. Wieder 30 Ärmer. Mal schauen, ob die diesmal... Ja, was ist denn mit den alten? Rufus has information that the ultimate weapon... Ja, okay. Wir spoilern jetzt mal nicht hier die Final Fantasy Fans. Verloren? Wirklich? Das ist ja krass. Das ist ja eigentlich ein Unding. Egal wie hoch der Betrag ist. Und der war ja jetzt noch nicht mal klein. Ich finde, das ist ein Unding. Ja, das ist ja krass. Habe ich zum Glück noch nie. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Dann hast du echt Pech. Okay, der ist ja hart im Weg. Im Wohnzimmer liegen auch wieder ein paar Einzelkarten. Aus Holland diesmal. Ey, Holland, darf man nicht direkt ausschließen. Aus Holland kannst du dir die auch zusenden lassen. Auch nicht teurer, nicht großartig. Refi! Dankeschön für dein Subgeschenk an Fjochta. Refi stattet hier die richtigen Leute aus. Gronkh, was meint ihr, wie happy der ist, dass er jetzt hier endlich einen Sub hat? Rastet komplett aus. Also Gronkh, kann ich euch sagen, weiß zumindest, wer ich bin. Aber ich glaube, er hat hier noch nie so richtig den Stream geguckt. Nicht mal eine Minute, würde ich sagen. Warum Recutter? Sute an Henno. Ja gut, an Henno. Er hat doch noch... Ja gut, das ist wirklich ein guter. Geil. Zack. Uff. Sagte er im Stream einmal? Was hat er denn gesagt? Ja, das kenne ich. Das weiß ich, dass er mal bei Twitch-Clips gesagt hat. Hier, yo, der hat einen krassen Raum. Dass er oft inkognito unterwegs ist und bei dir reinschaut? Wirklich? Recutter? Okay. Boah, Junge, wie ein Gott! Wie ein Gott hier reingehüpft. Refi, danke für dein Subgeschenk an Knossi Bücher. Knossi Bücher, Alter, leg mir an die Füße. Oh mein Gott, Bahamut, let's go. Ja, ich kenne Knossi und ich kenne Bücher. Stimmt, das ist Ultima Weapon, nicht Bahamut. Ich bin Boon. Vey Victas! Vey Victas! Der beste Sound. Geiles Game. Hallo! Boah, ich hasse Ultima Weapon. Wie dumm ist er denn? Das ist die ultimative Waffe? Er ist halt wirklich ein Nichtsgönner. Spring bitte, du kleiner... Ja, okay. Da geht mir auf den Sack. What the? It's trying to escape you! Cloud, I'm going to follow weapon with the high wind and give you a call when I find it.
Rufus said something about the black materia and Sephiroth's needing it to finish summoning Meteor. Search for it in the Temple of the Ancients before his clones get it. Ancient Temple. Wie lange geht der ganze Bums hier? Ich glaube, ich habe einige Splits vergessen zu drücken. Ups. Naja, das sollte ja der Gag sein. Dass es doch Final Fantasy gibt. Ah, man kann auf die nicht drauf spinnen. Es gibt heute kein Spiel. Magic, wir hatten bis jetzt 2 Games. Die waren auch super, super nice. Wir haben nur das Konzept der Terminfindung über Bord geworfen. Was auch daran lag, dass, ja, einige dann noch nicht fertig waren oder so. Das ist ja auch völlig fein. Ich hatte auch dann beim letzten Mal dummerweise keine Zeit mehr. Und da haben wir einfach gesagt, wir callen jetzt einfach immer 1-2 Tage vorher. Wer hat Zeit? Und dann meldet man sich. Fertig. Einfach die modernere Variante. Uff. Hä? Das Ding kommt aber echt hardcore ekelhaft im Weg. Geriket, danke für dein Subgeschenk an Erkan und Stefan. Die beiden, ey. Sind die eigentlich immer noch aktiv auf Twitch? Oder ist quasi die Phase vorbei? Die waren doch jetzt auch in so einer Trash-Sendung, ne? Refi, danke für dein Subgeschenk an Shox. In diesem, Alm? Auf der Alm? Irgendwie sowas? Und leider nein. Ja, ich finde, die sind schon kultig. Also, ob man die jetzt witzig findet oder nicht, ist natürlich eine Geschmackssache, aber die haben schon einen Kultfaktor. Heute finde ich das auch nicht mehr witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber in der Jugend, ich meine, Erkan und Stefan, schon mega geil. Das war Premium-Humor. Döner-Tier, klar, heute, ja, heute ist es nicht mehr meins, sage ich jetzt einfach mal. Der Erkan und Stefan-Film. Genau. Oder auch, genau. Voll normal, Tom Gerhardt. Beste. Also, da habe ich mich totgelacht. Normal, Tommy. Ja, klar, geil. Ja, das stimmt. Heute ist Teddy so der Kult-Comedian, ne? Jump? Oder nicht? So schwabbel, wabbel, genau. War geil. Cloud, can you hear me? I've located ultimate weapon. Die Sleopatija. Ja, geil. Ich lieb das. Aha, hier der Schauspieler von Andy. Es waren andere Zeiten, ne? Also. Viele Sachen kannst du heute nicht mehr machen, die damals irgendwie alle für witzig empfunden haben. Zeiten ändern sich. Ich glaube, also manchmal guckt man sich ja irgendwelche alten Sachen, auch musst du dir nur alte Sachen von der Wochenshow angucken. Da denkst du heute auch, uff, schon schwierig. Heute schwierig. Ja, Computer sagt nein. Ja, geil. Little Britain habe ich auch geliebt. Auch alles aufgesaugt. Das war auch das, was ich damals geguckt habe. Das war halt der RTL-Humor, ne? Die Camper, hier, ja, den ganzen Scheiß hier, mein Gott, wie heißt es denn hier mit dem Super, bin ich blöd? Ritas Welt, genau sowas. Also, das würde ich heute, also ich, boah, heute gucke ich da auch drauf und denk so, Junge, was eine Scheiße. Aber genauso weiß ich auch, dass ich das halt damals ultra nice fand. Aber heute, Alter, leckt mich am Arsch. Das habe ich nicht gemacht. RTL Samstagnacht. So ein paar Sachen, also Wiegald Boning zum Beispiel, finde ich richtig cool. Auch heute noch. Aber, boah, manche Sachen bei RTL Samstagnacht. Ich habe das auch vor kurzem nochmal gesehen. Klar, so Mirko Nonchef, bester Mann. Da kann man gar nichts gegen sagen, da lacht man immer. Aber manche Sachen finde ich schon auch echt scheiße.
Okay, wie soll das gehen? Kennt auch jemand Brisco Schneider von der Wochenshow? Hallo, liebe Liebenden. Da habe ich mich so beömmelt als Kind. Ich finde ja auch Bastian Pastewka, muss ich sagen. Fand ich mal super unwitzig irgendwie. Also damals witzig, dann irgendwie wahrscheinlich unwitzig und uncool. Aber mittlerweile finde ich den auch wieder irgendwie sehr witzig. Das heißt sehr witzig. Würde mir jetzt kein Live-Programm von Bastian Pastewka angucken. Aber irgendwie finde ich den sympathisch und doch witzig. Die Bulli-Parade. Boah, die habe ich nie so richtig geliebt. Muss ich sagen. Ich habe vor ein paar Tagen wurde mir auf YouTube aus irgendeinem Grund ein Video vorgeschlagen, so der Absturz von Wetten, dass oder sowas. Das tragische Ende von Wetten, dass irgendwie so ein Video. Und das habe ich mir angeguckt und da habe ich auch viel den alten Gottschalk gesehen und da muss man schon sagen, ey, der war schon einfach. Also Thomas Gottschalk, ich finde den heute auch echt schlimm. Aber damals war er nicht ohne Grund so ein Star. Ein deutscher Star. Weiß ich nicht mehr. Kann schon sein. Wurde mir einfach auf YouTube gezeigt. Also Mike Krüger und Gottschalk war das Beste überhaupt. Da kann man auch nichts gegen sagen. Karl Dall auch gut, Nefall. Wann Public Viewing der Superstau? Mit dem Stream. Der Superstau mit dem Stream zusammen gucken. Kann ich euch mal empfehlen. Wenn ihr auf geile Filme mögt, dann guckt euch mal den Superstau an. Könnt ihr euch auf YouTube, glaube ich, kostenlos angucken. Allerdings in 4:3 und ich glaube in 240p. So. Da, Bluff, dann viel Spaß. Da habe ich dir einen guten Nachmittag beschert mit dem Tipp. Oh, ich habe das Licht ausgeknipst. Aber der zeigt da nicht die Richtung an, Nefall, ne? Schwierig. Also ganz ehrlich, dieser Martin, das finde ich ist richtiger Kack-Müllhumor. Ja gut, Discounter, ich hoffe, das müssen wir hier nicht erwähnen. Jeder, der cool ist, hat das gesehen. Punkt. Da muss man nicht drüber sprechen. Gute Frage, Nefall. Hatten wir schon mal einen Orb irgendwo? Ich würde ungern einen Orb machen. Orb ist nur Potenzial für Fehler. An welcher Stelle triffst du den, dann irgendwie ein Frame vorher, ist das Goal oder sonst was. Also ein Orb lieber nicht. Natürlich als Designblöcke, aber ein Orb ist, nee, kein Orb. Alter.
Was this real or just one of Sephiroth's illusion? See, I told you, he won't understand. Hä, wie viel einfach hier auch. Noch kommt an Story, ne? Ich bin mal gespannt, wie sie das auf den dritten Part packen wollen vom Remake alles. Erstmal bin ich gespannt, bitte nicht spoilern, gar keinen Satz dazu schreiben. Ich will einfach nur sagen, ich bin sehr gespannt darauf, wie weit Rebirth geht, storytechnisch. Max Giermann finde ich auch sehr witzig, ja. Wieder einen Monat mehr beim besten Streamer. Der deutsche Jim Carrey, ich glaube, das hat mal Hella von Sinnen gesagt. Ja, du hast recht, Nerv. Junge! Wie geil sind diese ganzen Grafiken? Okay, leider ein langweiliger Fight. Ah, okay. Phase 2. Nein, die geht weiter, sobald ich... Oh. Sobald ich, den NES umgebaut habe. Oh, das war natürlich maximal dumm. Wie viele Phasen hat dieser Boss? Tina Hill ist doch super. Duke, danke für 23 Monate. Und Etin, danke für 69 Monate. Etin TV, dankeschön. Junge, was ist das hier mit den Cutscenes? Also, wie krass ist das alles? Defeating Sephiroth was not enough to stop Meteor from hitting Gaia, but it stopped him from hurting the planet from the inside. After this wound was closed by Cloud, Gaia was able to redirect the life stream to form a force against Meteor and finally destroying it for good. But this planet is still a little kid sick of trembling in the middle of this huge universe. Someone's gotta protect it. This someone is us.
Hallo! Killer Milk Norris. Ich habe, glaube ich, ganz häufig nicht gedrückt. Thank you for playing. Das war's. Richtig cool, oder? Also schon ein nicer Hack. Hatte ich gar nicht mehr so abgefahren, abgespeichert im Kopf. Super cool. Guckt euch das mal an hier. Die Outros allein schon. Also Hammer. Ich fand den wirklich mega. Ich poste hier mal den Link, wenn ihr Lust habt für das Ninji, das ich am Dienstag bauen werde, in Retro-Optik, in Windows 95, vielleicht noch eure Lieblings-Icons zu pixeln, eure Lieblings-Programm-Icons, könnt ihr die gerne machen und mir schicken. Drake, danke für 25 Monate. Ich glaube, ich habe ganz häufig nicht gedrückt. Bei den Splits. Aber ja, da müssten noch irgendwelche Geheimlevel sein. Wo schicken? Im Discord, einfach. Egal wo. Oder in SMW-Hex. Aber natürlich schon gepixelt. Hammer. Also hat mir gut gefallen. Grisou, Chapeau. Aber ich will diese Tastatur mal aus. Wirklich nice. Geil, hätte ich Bock drauf. Also wenn ihr Lust habt, irgendwelche Icons zu pixeln. Die Optik ist auf jeden Fall schon mal klar von dem Level. Und der Background auch sehr dankbar, ne? Mhm. Mega. Ja, am Dienstag. Oldschool Lotto. Also ihr könnt auch währenddessen pixeln und mir schicken. Also echt, sowas finde ich schon wirklich sehr speziell. Also das war ein richtig, richtig kultiger Hack. Okay, was gab's noch für Hinweise auf gute Hacks gerade? Was habe ich gerade gehört von Lucid? Hat der irgendwas geschrieben? Bist du noch da? Also es gibt einige, die ich noch nicht gespielt habe. MFC? Was heißt das? MFC? Von Jordan und Mr. Name Butt. Ist das schon moderiert? Ach, MFC, da. Ah, da. First, ach so, das habe ich sogar... Ja, okay, das hätte ich sowieso gespielt. Ja, perfekt. Gehen wir doch mal rein. So. Zack, entpacken. Mit freundlichen Grüßen! Amen, moin. So, Vanilla ROMs, Super Mario World. Zack, Desktop. Bams. So, ich hoffe, dass mein Tool mal wieder geht. Ich brauche da mal, glaube ich, echt eine... Nee, es geht nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum der File-Viewer nicht mehr geht. Könnte mit der Firmware, die habe ich leider noch nicht upgraded.